Wir haben die Aufgabe einer Gesamtkoordination. Das heißt, wir haben Projektmanagement. Also ich persönlich bin ja Projektmanagerin und habe dann eben auch den Part des Managements innerhalb des SEV-Projekts inne. Das heißt, dass wir auch innerhalb der Partnerschaft die Koordination mit den Partnern durchführen und im Zuge dessen natürlich auch das Interreg-Konsortium, das in Wien sitzt in unserem Projekt, dann auch mit den notwendigen Informationen dann versorgen. Wir haben über viele Jahre erfolgreich ein ähnliches Gutscheinmodell durchgeführt und hatten da auch sehr gute Ergebnisse. Und dadurch kam die Idee auf, dass man dieses doch sehr erfolgreiche Projekt auch anderen Institutionen zur Verfügung stellt. Und da hatte sich angeboten, dass man das dann auch auf europäischer Ebene macht. Das war so der Grundgedanke. Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht und die drei Punkte treffen definitiv. Es ist spannend, es ist herausfordernd und komplex. Warum? Genau, spannend ist es, weil man wirklich mit den Arbeitsweisen der anderen Länder in intensiveren Kontakt kommt und dadurch natürlich auch viel Neues lernt. Und dann in dem zweiten Fall herausfordernd auch hier, dass man sagt, klar, dadurch muss man wieder neue Lösungsansätze finden, eben auch durch dieses Interkulturelle. Und das Ganze findet ja dann auch auf Englisch statt. Sprich, für alle Beteiligten ist es ja eine Fremdsprache. Und dadurch muss man über dieses Englische da auch eine Basis dann finden für die Kommunikation. Genau. Und der dritte Punkt war ja die Frage der Komplexität. Auch hier, wir haben ein Projekt, das aus verschiedenen Work Packages besteht und diese sind natürlich innerhalb des Work Packages miteinander verflochten oder untereinander verflochten und dann wiederum auch mit den anderen Work Packages, sodass das Ganze eine hohe Komplexität aufweist, was das Ganze aber auch wieder eben spannend macht. Also das Besondere ist, dass man wirklich auch tiefer einsteigt, wie ich gerade sagte, auch in die Kulturen, in die Arbeitsweisen und eben auch in die Themengebiete. Also sprich, wir haben ja Arbeitsmarktthemen und durch diesen Austausch taucht man tiefer auch in diese spezifischen Themen ein und hat natürlich da auch eine neue Perspektive, die man entwickelt.